Spaceship. Deine Freundin rennt zu mir. Ich bekomm dann plötzlich einfach Bock, sie kurz zu penetrieren. Lach nicht, denn Fakt ist, dass deine Mom grad fucked ist. Du willst Rapper. Ja, moin meine Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem German United Channel. Hier ist der ABT-Clan, ich bin nicht allein, ich habe noch jemanden dabei. ABT, das hier kommt nach dem B, Awake am Start hier und wir wollen darüber reden, wie wir uns überhaupt gegründet haben, dann unseren aktuellen Standpunkt vertreten und warum wir German United überhaupt beigetreten sind. Also gegründet haben wir uns schon vor ewig langer Zeit, das war zu Anfang BO2, da waren wir aber nur drei Leute und die drei Leute haben halt immer zusammengezockt und irgendwann kam es dann dazu, dass wir mal XGGI gegründet hatten. Das Ganze hat sich einen Monat gehalten, denn danach ist alles schon wieder so auseinandergesprungen, die Leute haben was anderes gemacht und der eine ist in anderen Clan, der andere ist in den anderen Clan und so war das halt damals. Nun ist es dann so gewesen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir hatten da schon diesen YouTube-Channel mit, ich glaube, 20, 30 Abonnenten, irgendwie sowas. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, jetzt machen wir mal einen Neustart. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir hatten dann so eine Nuklear-Montage hochgeladen und auf einmal ging es so irgendwie bergauf. Dann haben wir immer wieder, wir haben Member gesucht, wir haben Designer gesucht und so kam es alles nach und nach, so haben wir uns entwickelt und jetzt sind wir halt an diesem Stand, wo wir heute sind. Und an diesem heutigen Stand, da müssen wir nochmal kurz in die Vergangenheit springen, denn früher war es so, wir waren früher wirklich ein Fun-Clan, also und zwar die Gameplays eher nebensächlich. Wir hatten halt so einen Players hochgeladen, wie auch immer. Im Laufe dieser Zeit hat sich es wirklich verändert, dass wir von einem Fun-Clan wirklich in diese Pubs-Dumping-Schiene gegangen sind. Denn ich würde schon sagen, dass wir aus heutiger Sicht schon einen relativ guten Gameplay-Standard haben im Vergleich auch zu früher. Und dazu muss man aber sagen, dass diese Member, die jetzt im Clan sind, auch die waren, die schon vor damaliger Zeit da sind. Also generell, wir haben seltene Member aufgenommen. Es sind, ja genau, wie gesagt, die von früher. Und nochmal zu unserem YouTube-Kanal. Unser Ziel war damals eigentlich nur die 200 Abonnenten zu knacken. Und jetzt stehen wir knapp bei, ja, bei knapp 600 Abonnenten. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wir uns auch so vom Prinzip her verändert haben. Wir hatten zum Beispiel eigentlich damals so dieses klassische Prinzip Leader, Co-Leader, Member und dann halt die Member eingeteilt noch in Designer. Wer macht die Commentaries? Wer ist Gameplayer-Spieler? Ja, na klar, aber trotzdem haben sich alle verstanden. Das haben wir zum Beispiel auch geändert. Wir haben das jetzt so gemacht, wir haben halt, ich bin der Leader immer noch vom ABT-Clan und trotzdem haben wir aber ein Management-Team gegründet. Also wir haben kein Co-Leader mehr, sondern wir haben eine Gruppe bestimmt, die quasi alles managt und da werden dann Probleme besprochen oder es werden halt Sachen ergänzt oder was halt so gemacht werden muss, da wird sich halt so beraten und das ist halt auch so eine Entwicklung, finde ich, die ein bisschen zur Professionalität hinweist. Jetzt ist aber die Sache, die eigentlich hier ganz wichtig ist, ist, warum sind wir eigentlich German United beigetreten? Was wir eigentlich so selbst davon halten, was wir natürlich davon halten, das ist klar, German United, das ist eine echt geile Sache, weil es unterstützt die Community, hier sind viele Kläne drin, hier sind wirklich richtig korrekte Kläne drin, mit vielen Klänen haben wir halt auch was zu tun. Mit dem einen oder anderen wird immer wieder zusammen gezockt und all so ein Kram natürlich. Und die Sache ist halt wirklich so, dass sich eine Community daraus bildet. Dadurch wächst halt alles und es kommt verstärkt zusammen und es kann halt einfach so weniger Beef in der Community entstehen. Generell, man kann sagen wirklich, dass wir mit German United auch eine eigene Community gebildet haben hier unter den Clan an sich. Und ja, wir unterstützen uns ja, wie man an der Gameplay-Woche bei uns gesehen hat. Ja, generell, ich denke mal, das ist eine richtig coole Sache und ja, German United war eine echt gute Idee. Wobei man hier an dieser Stelle natürlich auch dem Konga danken muss, der das Ganze hier eingeräumt hat und den Platz für German United gemacht hat. Also hier auch mal ein Danke an dich, Konga. Ist wirklich eine richtig geile Sache. Von mir war es das jetzt auch. Ich denke mal, wir haben jetzt auch knapp 4-5 Minuten ungefähr geredet. Das reicht dann auch und ich verabschiede mich schon mal. Also von mir war es das. Wir hören uns bestimmt irgendwann wieder auf diesem Channel. Also haut rein. Jo Jungs, habt eine schöne Zeit. Ich bin raus, Jungs. Euer Awake.